So, mein Lieben, einen wunderschönen Sonntagabend. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bitcoin-Update. Es hat sich nicht allzu viel getan im Laufe des Tages. Wir haben noch ein bisschen den Preis abgegeben, aber, und das ist deutlich spannender, vielleicht jetzt im Kontext zu sehen, wir haben uns in den letzten Stunden auch nicht wirklich erholen können. Wir haben nach diesem starken Move, der sich heute Morgen schon bereits ergeben hat, weiterhin an Preis eher abgegeben. Das heißt, die Stabilisierung ist ausgeblieben und das scheint dann tatsächlich eher weiter für fallende Kurse zu stimmen. Das bedeutet, wenn wir uns das Ganze mal im Groben anschauen. Wir haben hinten gesehen, dass wir uns durch die Akkumulation langsam über diese Hochs begeben haben, in einem zweiten Versuch dann das tiefe Hoch geliefert bekommen haben, entsprechend eine Abwärtsstruktur wieder entwickelt, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt war es der 50% Strukturbruch der Aufwärtsstruktur, dann ist der Markt in ein tieferes Tief gefallen, dadurch haben wir die komplette Aufwärtsstruktur jetzt letztendlich gebrochen, sind wir in einer Abwärtsstruktur und da laufen wir gerade komplett nach dem Folgemuster sehr, sehr lupenrein nach unten. Bedeutet für uns, wenn wir das Ganze so mehr oder weniger schon bereits als aktuelle Elliott-Wellen-Count nehmen möchten, dann ist das die Welle 1, die Welle 2 und die Welle 3 ist gerade noch im vollen Gange. Die wird möglicherweise sogar hier bis zu den 36.000 Dollar führen. Was bedeuten könnte, dass wir entsprechend noch weiter fallende Kurse, auf weitere fallende Kurse spekulieren könnten und sollten. Dementsprechend haben wir auch, was die weitere Betrachtung hier angeht, eher rote Vorzeichen. Wir haben jetzt heute, im Vergleich zu heute Morgen, heute Abend haben wir nochmal knapp 1% abgegeben. Wir sind jetzt bei 38.200 Dollar circa und haben uns von diesem Punkt auch nicht sonderlich wegbewegt. Und das schauen wir uns erstmal auf Tagesbasis an. Wir haben durch diesen Impuls von heute Morgen ein deutliches Minus eingefahren, sind hier entsprechend durch diese Unterstützung gebrochen und finden uns jetzt hier in diesem Hochvolumenbereich wieder. Dass hier irgendwo eine kleine, ja zumindest eine kleine Price-Action in den Markt kommt, die diese Abwärtsbewegung etwas abfedern kann, ist nachvollziehbar und ist vor allem zu erwarten. Das bedeutet für uns, dass hier irgendwo der Markt so ein bisschen abgestoppt wird, damit könnten und sollten wir rechnen. Sollte das der Fall sein, werden wir möglicherweise hier diese Akkumulation, diese Seitwärtsbewegung bekommen, die in einer Art Konsolidierung enden kann. Und je nachdem, wie die Konsolidierung aussieht, werden wir dann entweder diesen kleinen Impuls nach oben bekommen, damit eben die leichte Erholung wieder einsetzt. Und dann sind die 40.000 bis 41.000 Dollar weiterhin so unser Höchstmaß, unsere oberste Grenze, bis der sich eigentlich die Erholung regelkonform dann auch ausgestalten sollte. Sehen wir aber, dass das nicht der Fall ist, dann können wir viel eher hier mit so einer Art Flagge rechnen, mit einem Trendkanal, der sich dann weiter nach unten fortpflanzt. Und dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir sogar erstmal auf das Tief der 33.000 zugehen oder, und das kann sich entsprechend noch ein bisschen schneller beschleunigen, sogar hier unter die 30.000 Dollar Marke fallen. Dann würden wir, ohne jetzt irgendwie den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auf die 20.000 Dollar zu fallen, was natürlich für die eine oder andere Person ein willkommenes Geschenk ist, weil dann eben wieder günstig reingekauft werden kann. Deswegen alles nur eine Frage der Perspektive. Wir haben keine Schwarzmalerei, sondern wenn eben fallende Kurse anstehen können, kannst du natürlich durch Short Order davon profitieren. Du kannst das Ganze nutzen, um günstig nachzukaufen. Es kommt halt einfach darauf an, was deine Strategie oder was dein Ansatz ist. So, ich persönlich, bevor wir weitermachen, gebe gerne meinen Senf bzw. meine Handlung dazu. Ich habe in den letzten Monaten keine Krypto gekauft bzw. kurz gekauft, dann aber auch wieder verkauft, habe ich alles auf Instagram dokumentiert und ich werde aktuell auch noch die Finger davon lassen. Gerade weil das Umfeld einfach so wackelig ist, gerade weil diese Zinserhöhungen jetzt so richtig im Raum stehen und so richtig, richtig aktuell sind. Ich werde mich aktuell noch zurückhalten und versuche einfach ein bisschen tiefer einzukaufen, weil das ist mein Credo. Wenn ich es schaffe, ein bisschen tiefer einzukaufen, verringere ich meinen Drawdown, verringere ich die Zeit, in der ich einen Drawdown stecke und kann das Kapital quasi nutzen, weil Kapital im Drawdown ist Todeskapital und es ist letztendlich ein Ammärchen zu sagen, ja gut, wenn ich zum Beispiel Geld im Drawdown habe und das Geld im Minus geblockt ist, ist es quasi fast, also beziehungsweise ist es nicht so schlimm, weil wäre ich von Null gestartet und im Plus gewesen, dann ist das quasi so die eine Differenz, die sich bildet. Im Endeffekt ist es aber nicht die Differenz vom Minus zu Null, die spannend wird, sondern mit dem Kapital könntest du möglicherweise auch schneller Rendite erzielen. Das heißt, du steigst beispielsweise bei 40.000 ein und der Markt ist bei 38.000, dann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt 2.000 im Drawdown, vollkommen legitim, aber du könntest natürlich mit einem geschickteren Zeitpunkt, mit einem anderen Invest, mit anderen Ordern möglicherweise diese 2.000 obendrauf packen und dann wärst du bei 42.000 und dann ist entsprechend die Differenz 4.000. Das ist ein Ansatz, der, denke ich, nachvollziehbar ist, aber sehr, sehr
auch ein sehr, sehr zerstörerisches Ausmaß hat. Weil wenn du immer denkst, ja komm, hätte Fahrradkette, hätte ich mal dies gemacht, hätte ich mal das gemacht, dann wäre ich jetzt schon ein Profit und keine Ahnung was. Ich kann dir nur eine Sache ans Herz legen. Versuche dir eine Strategie zu überlegen oder eine Herangehensweise, bevor du in den Markt gehst. Versuch dir wirklich zu überlegen, klar, uns alle freut es, wenn es nach oben geht oder beziehungsweise in unsere erwartete Richtung geht, aber es kann eben auch das Gegenteil passieren. Mach dir einen Plan, was passiert, wenn der Markt wie weit gegen dich laufen darf, bevor du anfängst zu handeln. Mach dir einen Plan, wann du letztendlich zum Beispiel nachlegst, wann du dein Risiko rausnimmst, wann du Risiko nachlimitierst und so weiter und so fort. Mach dir einen Plan und je weniger sich der Markt an deinen Plan hält, desto weniger Geld solltest du bereit sein, dem Setup oder dem Trade zur Verfügung zu stellen oder dem Investment. Punkt 2 ist, entscheide dich, mach dir einen Plan, mach dir, bevor es passiert, einen Plan, deine Gedanken und während es passiert, einfach nur exekutive, einfach nur ausführen. Wenn du während deines Trades oder während deiner Ausführung emotional wirst, hast du schlecht geplant. Das ist ein direktes Feedback, was du bekommst, dann hast du schlecht geplant, weil dann hast du dich nicht optimal vorbereitet. Das kann letztendlich nicht schlimm sein, sondern das kannst du als Grundlage nehmen, um für deinen nächsten Trade oder für deine nächste Entscheidung das letztendlich besser zu planen. Das ist der nächste Punkt. Dann weiterhin, wenn du diesen Plan gemacht hast, wenn du durchgeführt hast, bereue nichts, weil hättest du es besser gewusst, hättest du es besser gemacht in aller Regel. Entsprechend dieses, der Markt bewegt sich 2K runter, du hättest mit denen 2K Profit machen können, hättest du es gewusst, hättest du es gemacht. Das heißt also, versuch einfach zu überlegen, welche Fehler oder welche Ansätze kann ich verbessern, welche Prozesse kann ich optimieren, um dann letztendlich beim nächsten Mal bessere Ergebnisse zu erzielen, vielleicht schnellere Ergebnisse zu erzielen oder weniger Risiko zu haben. Das sind alles Dinge, die in dein Trade- und Risikomanagement mit einbegriffen sein sollten, weil die machen letztendlich die Musik. Ein guter Trade hat jeder mal, ein schlechter Trade hat jeder mal. Die Summe der Trades, die Systematik, wie du damit umgehst, das ist letztendlich das alles Entscheidende. Wir schauen auf Tagesbasis. Wir haben hier letztendlich dann Platz runter bis zu den 36K. Das kann morgen früh bereits schon dann auch erreicht werden, nachdem wir dieses Doppeltop hier nach unten durchbrochen haben. Trendfortsetzung nach unten. Das heißt also hier in dem Bereich kleine Price Action, bevor wir dann möglicherweise runter auf die 33K oder sogar darunter gedippen hier auf die 30K. Das wäre der große Bereich, auf den ich jetzt erstmal spekulieren würde und sagen würde, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so klein, dass wir diese Bereiche nochmal antesten. Technisch sehr, sehr spannende Level. Das Volumen geht weiterhin aus dem Markt, spricht in aller Regel auch dafür, dass weniger Liquidität in den Märkten vorhanden ist. Was bedeutet wenig Kaufkraft, wenige Kaufhände, die da versuchen, die Dips zu kaufen. Meistens sind es die Retailer, die sich dann erst recht da ins fallende Messer bewegen, deswegen da auch keine Empfehlung aktuell reinzukaufen oder einfach hier Buy Order reinzulegen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwie dann nach unten durchbrechen, einfach ein bisschen größer ist. Springen wir direkt mal auf Stundenbasis, da sehen wir bewegen uns sehr, sehr stark am EMA 20 hier weiter nach unten, wurden stark trendgestützt und auch hier haben wir die Konsolidierung seitwärts, die uns bereits schon tiefere Hochs zeigt, die uns bereits Price Action zeigt und sagt, hier unten bewegt sich alles wieder so auf ein zugespitztes Dreieck zu, was letztendlich allein schon durch sein Chartmuster, allein schon durch ja die Verkäufe akzeptieren schlechtere Preise, Hauptsache sie sind noch in diesem Momentum drin, dann letztendlich zeigen, der Ausbruch nach unten ist wahrscheinlich. Möglich ist es, dass wir bei relativ stabilen Start morgen, dass wir den Fake nach unten bekommen und der Markt sich relativ schnell wieder nach oben bedient. Sowas haben wir sehr, sehr häufig. Ja, wir haben diesen Fake nach unten und dann macht der Markt häufig erstmal wieder seine Korrektur nach oben. Deswegen auch da 37K, dann kann es wieder hochgehen auf die 39K, sollte dich nicht verunsichern. Ist möglich, dass wir uns in den gleitenden Durchschnitten wiederfinden und vor allem für die mittelfristige Perspektive kein Abbruch. Also kein Abbruch meine ich im Sinne von, dass diese Abwärtsspirale auch durch solche Bewegungen nicht gebrochen wird. Ich kann mich noch daran erinnern, dass hier letztendlich, als dieser Move kam nach oben, dass dann natürlich wieder in der Kommentarsektion oder auch auf Instagram ganz viele Leute weismachen wollten, dass der Markt jetzt nach oben geht und dass ja alles falsch ist, was wir besprechen und hier und da. Und siehe, es braucht nur etwas Geduld und vor allem ein realistisches Bild der Märkte, nicht ein voreingenommenes und nicht ein Wunschbild der Märkte. Und es zeigt sich, es bewegt sich deutlich weiter nach unten. Und deswegen auch diese Impulse nach oben und deswegen sagen wir immer und immer wieder, diese Impulse bestätigen noch gar nichts. Ein Ausbruch nach oben bestätigt noch gar nichts. Wir brauchen die Bestätigung des höheren Tiefs und dann letztendlich die Bewegung nach oben, die in so einer zweiten Welle so gesehen oder dritten Welle ist es dann nach Elliott Count, die dann halt entsprechend diesen Impuls mit sich bringt. Ja, ganz wichtiger Punkt, das sind die maßtreibenden Dinge an den Märkten. Entsprechend
weitere Konsolidierung, weitere Seitwärtsbewegung, die wir auch in den nächsten Minuten und Stunden so erahnen würden. Möglichkeit besteht, dass bei stabilen Märkten morgen der Impuls nach unten kommt und wir uns dann relativ schnell erholen. Aber wenn wir uns das hier mal ansehen, so richtig scheint der Markt noch nicht erholt zu sein. Deswegen hier diese kleine Konsolidierung, der Bruch nach unten. Und dann, das ist das Wahrscheinlichste. Und was dann passiert, werden wir uns dann gemeinsam weiter anschauen. Soll es ja von meiner Seite aus gewesen sein. Wir starten morgen in eine hoffentlich erfolgreiche neue Woche. Ich wünsche dir viel Disziplin, viel Geduld und vor allem viel, viel Gesundheit. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.